So, dann läuft die Aufnahme wieder. Wir sind immer noch bei I Wanna Be The Boshi. Wir sind immer noch bei Kitty, wollte ich sagen. Und das heißt, wir haben das letzte Mal überhaupt erst angefangen. So. Wir sind immer noch bei I Wanna Be The Boshi. Wir haben überhaupt erst angefangen, das Spiel zu spielen. Und es wird eben so ablaufen, wie wir haben ja Darius dabei, der wird uns immer die Bosse machen. Nein, gerade nicht, weil gerade schafft der Kitty auch nicht. Ich hab doch gesagt, auf Normal Mode dauert es ein Stück. Ja, ja, ist ja gut. Sag mal, wirft ihr eigentlich da Herzschuppen aus Pokémon oder was denn ist das? Pralinen, glaub ich immer. Das sieht aus wie eine Herzschuppe aus Pokémon. Nee, das ist keine Herzschuppe aus Pokémon. Was soll eigentlich eine Herzschuppe aus Pokémon sein? Ja, das ist das Item, mit dem man beim Attackenerlerner sich neu oder alte, verlernte Attacken wieder neu beibringen kann. Mit Herzschuppen? Mit Herzschuppen, ja. Nie gehört. Okay. So, ja. Der war doch Smart. Also. Du hast wahrscheinlich auch ab Blau und Rot nicht mehr gespielt. Da gab es die wahrscheinlich noch nicht. Oder also, ich glaub, kann sogar sein, dass die selbst da schon waren. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich eher nicht. So, jetzt kommen wieder die Kittys, die kleinen. Die das sind gar keine Gefahr sind. Und jetzt kommen wieder die lustigen Herzschuppen. Oh Gott, das sieht tatsächlich aus wie Herzformchen, aber... Ah, fucken! Ja, Herzformchen sind so viel. Ja, aber ich glaube ja, auch die Färbung sieht halt tatsächlich auch so aus. Nicht nach Pokémon oder sowas. Alter. Ah. Dieser dumme Sprung hier am Anfang, ne? Ja, das ist schön, Conan, das macht Spaß. Da war es jetzt mal überhaupt nicht so ein Problem, jetzt, wo du da bist. Ich mach's nochmal, weil ich so gut bin. Scheiße. Ich komm halt nicht mehr durch, was? Ja, dieser Tunnel ist echt schwierig. Ich komm halt nicht mehr durch. Alle anderen Bosse haben bessere. Ah, guck mal, Conan. Wovon bin ich die ganze Zeit durchgekommen? Was ist denn jetzt los? Selbst Sonic hat einen mega einfachen. Keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Ich komm nicht mehr durch. Ich geh wieder. Tschüss. Bye bye. Bis dann. Ich komm halt echt nicht mehr durch. Are you fucking... Danke! Ich bin wieder bei Kitty, wow, das war eine Leistung. Cool, Conan. Nein! Was ist denn das für eine Scheiße? Gut, ich sollte mich trotzdem mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Die Phasen zu erleben ist ja eigentlich nicht das Problem. Nee, die zu treffen auch nicht. Von mir aus sind es halt dann 10 Phasen. Ja gut, würde aber noch Ewigkeiten dauern. Welches Spiel war das mit diesem Skelett, mit dem Arme vor? Ne, Quatsch, mit dem. Das Idea kommt, Bring Light to Malair? Das kommt noch. Das war Boshi? Das kommt sehr spät, aber das kommt noch, ja. Was kommt? Okay. Das Skelett, der Skelettboss. Ach, der. Oh, der ist so random. Ugh. Ja, das war, hat super viel Spaß gemacht, Emiro dazu zu gucken. 8 Stunden oder wie lange das war. Ach, das war doch gar nicht 8 Stunden bei dem Boss. Das habe ich verstanden. Ich glaube, das gleiche Szenario hat sich schon mal abgespielt. Genauso, dass ich das behauptet hatte, ja. Dann berichte ich. Dann war das wieder was anderes. Er hat für Mega Man mehrere Streams gebraucht, glaube ich. Das stimmt, den hat er ganz schnell geschafft. Das kann so, ja, genau so haben wir wahrscheinlich schon mal eine Konversation geführt. Ja, toll. Ui, Mensch, das sind wirklich Herzschuppen. Ich komme nicht mehr durch. Ich fühle mit dir doch ständig Konversationen. Das ist doch nichts Neues. Auch die Konversation, Lügen, dass wir schon mal Lügen, Lügen geführt Lügen. Haben, haben wir auch schon mal geführt. Oh, ist das anstrengend. Ja, vielleicht wechseln wir wegen den Bossen doch in den Easy Mode. Ja, Boss wären halt dadurch einfacher, ne? Ich wollte halt nicht diese blöden, lamen roten Blöcke haben, aber... Ja, die kommen nach der ersten Welt fast gar nicht mehr. Ja. Dann fangen wir nachher vielleicht nochmal an. Ich weiß es nicht. Was haltet ihr denn davon? Also im Easy Mode kommt man auf jeden Fall um einiges einfacher durch. Rapid Fire ist halt einfach viel besser. Du kannst dich auf Ausweichen konzentrieren und die Taste füllen. Wir sollten nochmal wenn die roten Kästchen nicht so oft kommen. Wir haben jetzt ja im Prinzip schon die Stellen gespielt, wo die roten Kästchen kommen. Wir haben es ja schon normal geschafft. Ja, das heißt. Hello Kitty würde auch irgendwann gehen, aber das wird halt ewig in die Länge ziehen und wir müssen alles offscreen machen. Ach komm, dann wechsle ich jetzt. Nee, ich bin für Normal Mode. Aber du machst kaum was. Du bist nicht für Normal Mode, du nicht. Wie komm ich hier raus, Darius? Dann nehmen wir halt den Hard Mode, ist mir auch egal. Escape einfach.
Ja, dann komme ich ins Menü und dann. Ach, ja, irgendeine F-Taste ist es auf jeden Fall. Eine F-Taste? Warte. Ich teste gerade mal ein bisschen rum. Hast du eine F-Taste? Ich glaube schon, oder? F2. Ah, F2, ja. Na, ja, ich habe von 12 angefangen, gut Job. Okay, dann mache ich hier Game. Zack. Nein, ich will das löschen. Ich wollte das nicht starten. Oh. Kann ich denn jetzt alleine im Normal Mode hier noch weiterspielen, oder? Ja, klar. Ich bin übrigens mal ganz kurz weg. Du hast jetzt einen eigenen Save. Nee, einen eigenen Save hat er nicht. Ist gleich. Er hat doch selber gespeichert, oder nicht? Ja, aber er speichert sogar auf deinem, ach oder? Ach so, okay. Nee, ich glaube, du speicherst sogar auf deinem. Wie delete ich den denn jetzt? Fuck, mein Save ist jetzt wirklich auf Dings. Ach. Mein Save ist jetzt beim ersten Boss und ich war hinter Sonic. Nein, wirklich? Ja. Der ist wieder weg? Ja. Ja, ich bin jetzt beim ersten Boss, hab aber alles eingesammelt bis dahin. Scheiß drauf, ist ja, easy. Ach so, du, wenn du aber alles eingesammelt, geh mal in den Welten Dings, dann kannst du doch da durchlaufen. Ach ja, ja, gut, das stimmt. Sollte zumindest. Ja, doch. Du bist einfach nur da vorne gelandet, weil du da wieder gesaved hast, aber du kannst da ja hinlaufen jederzeit. Ja. Du kannst auch einfach den zweiten Save nehmen und dann spielen wir auch. Ja, das habe ich nämlich gerade gemacht. Also kann man dir wieder connecten. Ja, gleich. Ich muss aber die F12 drücken, ne? Ja. So. Yay! Ja, der Anfang ist jetzt super. Das gibt's doch nicht. Da kommen wir durch. Jetzt nur noch das kurz ist doch unglaublich. Ich muss schon wieder den Sprung umstellen. Ach, das Pflaster nervt so. Ugh. Warum wird das immer umgestellt? Warum bin ich... Ach, ich bin jetzt... Ich habe auf zweiten Save auch was gespielt. Kannst du bitte... speichern? Was? Kannst du bitte speichern? Ich bin beim dritten Boss. Ja, klar. Kein Ding. Sobald ich den Speicherpunkt habe. Ja, du kannst ja diesen Jump-Shit machen. Ich will den eh nicht machen. Ich bin dabei. Danke sehr. Das ist ja eh der erste. So, ich habe gespeichert. Wie du vielleicht siehst, yo. Aber ich will das ja nicht. Ja, aber ich meine, ich habe gespeichert. Ja, gut. Okay. Hä? Ich habe... Nein. Juhu. So. Das war easy. Das ist dämlich. Ach, aber wirklich. So. Willst du die Dinger jetzt unten holen? Ja, das dauert ja nicht lange. Hab ich die? Okay, ich hab's. Ach, jetzt sieht man nämlich auch mal den Unterschied zum Normal-Dings. Jetzt sind nämlich überall so rote Blöcke, die einem noch das Leben total erleichtern. Ja, aber wir haben es ja schon ohne die Blöcke geschafft, deswegen. Die sind schon lame. Ist das schon okay jetzt? Das war halt das, was ich wollte, halt das nicht mit den Blöcken spielen. Aber dann ist das schon okay jetzt. Die Bosse sind schon auf Easy viel netter als auf Normal. Ja. Aber auch so schon schlimm genug. Und für LP auf jeden Fall geeignet. Richtig. Geeignet her. Richtig. Man würde es so durchkriegen, aber... Das heißt, ihr seht jetzt nochmal alles bis zum ersten Boss, was wir schon gemacht haben. Da kommt jetzt nichts Neues. Aber ich hoffe, es geht relativ schnell, weil jetzt ja auch die roten Blöcke da sind. Ja, ohne roten Blöcken geht's auch schnell. Und die Erfahrung. Ja, aber schnell geht's bei dir schon. Ja, hier sieht jetzt nämlich, hier sind nämlich der ganze Weg sind jetzt rote Blöcke, das ist halt. Ja, die sind. Das ist halt ein bisschen lächerlich. Also gerade hier diese Stelle. Das ist halt. Ja, das ist die lächerlichste auf jeden Fall. Das ist definitiv lächerlich. Und hier drüben, das sind halt jetzt auch. Du musst halt hier gar nicht mehr auf die Blöcke. Da oben dann zumindest musst du nicht mehr auf die Blöcke achten, wie sie laufen, sondern das sind ja rote Blöcke. Da kannst du einfach auf die dich hängen. Das ist echt scheiße. Aber egal. Ja gut, aber die Stelle ist auch super easy. Da machen die Blöcke auch kaum was. Aber du hast halt auch mehr Saves jetzt. Oh, stimmt, wir haben mehr Saves. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich schon gut. Auch fürs Let's Play. Ja, ist halt wie ein Zwischen-Save-State, ne? Wieso bin ich jetzt da? Okay. Sorry. Nee, ist okay. Es ist ja derselbe Raum. Ich war nur verwirrt. Ich gucke halt, dass ich ein bisschen zügig durch. Ja, klar. Das ist ja in Ordnung. So, okay. Oh. So wieder. Ich will jetzt ja auch nicht den ganzen Part wieder für den Replay sozusagen. Für den Replay des Replays nutzen. Das habe ich auch nicht vor. Warum Replay des Replays? Naja, ach nee, es ist ja kein... Hä? Ja, du hast recht. Es ist kein Replay. Hä? Ja, du hast recht. Ist okay. Was geht in deinem Gehirn vor? Nichts. Ja gut, hier sind die Lame-Me-Blöcke, aber...
Vor allem, ich spiele es mal ohne Lame-Blöcke. Weil sie eher stören da, wo sie sind. Yay, ich hab die Kiste wieder. Mit dem. Welche? Mit dem. Siehst du gleich? Da. Mixer. Ah, Mixer. Wo war der? Ja, das waren die Koopas, die man abspringen muss. Ah. Jetzt noch den Luigi. Ja gut, der ist eigentlich einfach. Da ist kein Luigi mehr. Achso, das heißt, ja, den kann ich nur einmal... Ja, wenn du einmal einen Charakter eingesammelt hast, hast du ihn immer. Okay. Ich verstehe. Ach, warum bin ich so behindert gerade? ETF. So. Gut, jetzt bin ich ja schon wieder bei dem Kollegen hier. Alles easy. Ich schaffe es gerade nicht von dem Vogel. Ach, hier ist auch nochmal ein Safe. Das ist ja dann echt easy. Ja. Easy Mode halt. Ja. Da sieht man jetzt halt echt mal die krassen Unterschiede. Aber. Boss-technisch ist das halt nicht spielbar in Normal für mich. Ja, gut, ist schon spielbar, aber. Für mich. Meinetwegen. Es ist sogar nach diesem Boss-Jump ein Safe jetzt. Also, wenn du den Stachelsprung einmal schaffst. Oh, wirklich? Ja. Nice. Aber bei dem Vogel muss man wahrscheinlich immer noch an einem Stück durch. Ja. Weil es würde sonst keinen Sinn machen. Sag mal, ist der Vogel langsam? Nö. Guck mal so. Ach, da sind aber jetzt lustige rote Blöcke. Wow. Wow. Ja gut, aber die helfen da auf dem Weg nicht, finde ich. Wo, nicht zu Kitty. Nein. Da wollte ich nicht hin. Ups. Wo ist Daniel jetzt eigentlich hin? Ich glaube, seine Tür hat geklingelt, also hat es nicht. Seine Tür hat geklingelt? Ja. Yeah. Oder irgendwas anderes, Telefon. Okay. Oh, okay. Jetzt ist er ziemlich nah an der Vogel, das wird nicht gut gehen. Oh, nee, war klar. Jetzt wurde er gut getriggert. So ist in Ordnung. So ist in Ordnung. Nein, jetzt hat er. Ja, der triggert vor der Spinne noch. Ich weiß es nicht. Mit dem Rapid Fire geht's eigentlich. Ja, du triffst halt mehr, ne? Ja. Aber es scheint mir nicht schneller zu gehen. Okay. Das heißt, vielleicht haben die sogar gleich viel Leben und im Hard Mode haben die, glaube ich, doppelt. Richtig. Das kann auch sein. Ja, im Hard Mode haben die auf jeden Fall nochmal. Die Bosskämpfe sind auch im Easy Mode noch anspruchsvoll genug, das ist klar. Ja, einigermaßen schon. Also ab Sonic auf jeden Fall und dann Mega Man noch. Die anderen sind billig. Ja, natürlich. Mario ist total billig. Mario ist billig. So, ja, ich hab's. Nicht sterben. Okay. Gut, dann muss ich mir jetzt wieder die Achievements da oben holen. Wobei, das eine habe ich wahrscheinlich automatisch. Aber die Kiste muss ich mir noch holen. Ich glaube, das Achievement muss auch holen. Nur Charaktere speichern. So. Na gut. Dann holen wir alles. Ach, wirklich. Ich will mal so viel Damage raus. Trotz und sterb dann einfach dran. Ach, ich kann das ja einfach wegdrücken. Sehr gut. Ja, Achievement gibt's extra. Na dann. Gut. Da, ich habe mich schon gewundert, wofür im Normal Mode da oben diese Lücke ist. Aber die ist dann im Easy Mode für das Speicherding gewesen. Das wird Dani freuen, wenn er überhaupt noch was mitbekommt davon. So, wir sind wieder bei Hello Kitty nach 10 Minuten. Jo, oh, sie hat eine Schleife jetzt auf jetzt. Ja, haben alle Bosse. Weil Easy Mode. Ja. Damit man auf YouTube keinen verarschen kann, ich verstehe. Richtig. Du hast auch eine Schleife auf, also. Ich nicht. Wie? Nicht? Nee, mein Charakter hat keine Schleife auf. Ah, oh, ist okay. Ich schon. Okay, vielleicht gibt's beim Berg keine Schleife. Doch, gibt es. Aber oh, wo bin ich? Was zur Hölle? Ja, nach Hello Kitty halt. Ja gut, hier kann man auch den Cheater-Weg gehen mit den Easy-Blöcken. Aber hier, das ist optional sogar. Sozusagen, du kannst den auslassen. Der würde nur helfen. Ach ja, der Shit.
Dann gibt's auch gleich Kiribi. Die hat doch viel weniger Leben, ich bitte dich. Nach der ersten Laserphase ist die nur noch auf der Hälfte der Leben. Ja gut, weil du so schnell rausrotzt die Schüsse. So viel mehr schießt sie. Ne, die hat viel mehr, Alter, ich bitte dich. Die hat weniger Leben, deutlich. Ein einzelner Treffer zieht ja wirklich viel mehr ab als vorher. Okay, ja, keine Ahnung. Doch, das ist eindeutig. Ich habe halt eigentlich immer nur 3 Schüsse rausbekommen. Im Normalen und so hat man voll viel rausbekommen. Ja, die hat ja schon weniger Leben, deutlich. Also, glaube ich. Ja, kann ich ja gleich mal nachgucken oder so. Steht ja immer alles bei. Der grüne Abschnitt sieht ja sogar aus wie bei I Wanna Be the Immortal. Ja, Kirby-Textur. Ja, da hat er das dann her. Ist halt Kirby. Ja. Welt gerade sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon vor dem Video jetzt ein Premiere hochgeladen habe oder nicht. Oder ob ich es überhaupt hochgeladen habe. Ich habe jedenfalls heute... Oh, fuck it! Ich sollte nicht reden, ich sollte spielen. Du willst es nochmal neu hochladen? Ich habe es ja heute nochmal angefangen aufzunehmen. Weil es war ja, beim alten Laptop war es ja zu laggy, um es ordentlich zu spielen. Aber es ist halt immer noch so komisch, dass sobald eine Aufnahme läuft, will das Fenster halt nicht mehr so richtig. Dann ist es halt nicht mehr ganz so flüssig, das ist aber das Problem. Huch! Oh, Dani lebt wieder, oder was? Wieso bin ich hier gelandet? Was? Ich lebe auf jeden Fall. Ja, ich bin aber gerade, ich wurde gerade irgendwie zurückgesetzt. Das kann eigentlich nur sein, wenn Dani gespeichert hat, weil du bist ja in dem Kirby-Abschnitt. Ja. Keine Ahnung. Oder es war halt ein bisschen buggy, oder so. Ja, oder was. Ich sollte vielleicht nicht so weit spielen. Ja, ist halt wie du magst. Sonst langweilst du dich jetzt halt, weil ich Kitty nicht schaffe. Ja gut, aber ich kann dich nicht hinter Kitty jetzt bringen. Ich bin viel zu weit dafür. Das stimmt. Aber Kitty schaffe ich schon, also ich bitte dich. Das... Hinter Kitty musst du mich... Wieso bin ich jetzt hier? Wo bist du denn gerade? Irgendwo vorher. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Ja gut, notfalls kannst du mich halt wieder mit einem Save wiederholen, ne? Machst du nochmal Kitty, ja, nee. Ja, nicht Kitty, aber... Wow. Ja, ich kann, glaube ich, einfach durchlaufen jetzt. Weil ich die geschafft habe, sozusagen. Ja, okay. Wobei... Na, das resettet sich vielleicht. Fuck you, Kitty. Ah, Mann! Ich will nicht bei dir landen. Sorry. Will ich den nächsten Welten vor Spoilern. Ultraspoil. Der. Nein, ich war zu weit unten. Oh. Ja gut, hier sind die pinken Blöcke doch ein bisschen cheaterhaft. Ja, die müssen wir jetzt halt lassen, die Blöcke. Ich kann es nicht ändern. Sonst wird's halt nichts fürs Let's Play. Ja, außer du willst Ewigkeiten warten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt das unbedingt auf normal sehen, dann kann ich das ja auch streamen. Ja gut, so wird es auf jeden Fall gehen, klar. Dann halt ein extra Boschi streamen, aber was weiß ich. Aber im Let's Play machen wir easy. Weil das haut sonst nicht hin. Oh, ich weiß gar nicht, wie man hier ausweicht. Boah, ich bin zum ersten Mal wieder in der Phase, wo die Kittys fallen. Unglaublich. Ich bin zur Hälfte weg. Ja, das tut jetzt weh. Da komme ich nicht raus. Oh doch. Ich bin schon beim nächsten Boss. Oh, okay. Ist nein! Okay, oh, ich bin so dumm. Die Hälfte hatte ich. Ah. Oh, ich habe den Quick Kill bekommen. Nice. Das
Das war halt jetzt voll gut. Wow. Wenn ich das jetzt nochmal ordentlich time, dann komme ich sogar raus, bevor sie hier ihren Scheiß losschickt. Ja, gut, doch, die roten Blöcke sind cheaterhaft teilweise. Nee. Ja, ist jetzt wurscht. Nein, nicht wurscht, ich dachte, ich überlebe das. Fuck. Ich bin so doof. Ja. Ich will nicht hier landen. Warum nicht? Ist wunderschön. Da gehöre ich noch nicht hin. Nee, tust du nicht. My home ist woanders. Warum springe ich denn so rein? Ich bin doch dumm. Wow, what the fuck? Was denn? Da war irgendein riesiges Spinnennetz ganz kurz oben links. Rechts. Okay. Und du warst mit da. Ja. Ich bin halt irgendwo da. Ich hasse es. Ach, dann save ich halt. Nein! Ich Doofkopf. Hallo. Tschüss. Hallo und tschüss. Jedes Mal springe ich da rein. Hallo. Ich glaube, Dani bleibt den ganzen Part über weg. Keine Ahnung. What? Juhu. Ich hab meine CD. Was ein Rückhol, ach so. Ach, jetzt. Nun muss ich Musik anmachen. Die ist an. Du hörst es so leise bei mir? Ah, ist es. Du machst doch eh mal Musik aus. Das ist wohl mein Lied, was du anmachst. Ja. Immer. Der Trololo-Song. Unglaublich. Alles macht er aus, aber den macht er an. Natürlich. Komm schon. Oh mein Gott, da fehlt nicht mehr viel. Ups. Der schießt sie gleich wieder normal. Ausweichen. Und da ist sie down. Sehr schön. Boah. Passiert jetzt noch irgendwas oder kann ich da drüber laufen? Wo drüber? Ja, über die Brücke. Da kannst du drüber laufen. Nach ihr. Ja, da kannst du laufen. Okay. Und in die Höhle kann ich auch laufen? Ja. Da kommt wirklich nichts? Nein, da geht's einfach weiter. Warum haben die da keine Spinne mehr eingebaut? Glaub mir, das kommt noch. Na, jetzt nicht. Nee, aber bei anderen Bossen. Ja, gut. Viele Bosse haben das. So, ich werde jetzt natürlich nicht hier den roten Block benutzen. Das wäre lame. Ich geh schon hier unten. Aber wie gesagt, da ist es optional sozusagen. Ja. Ach, wäre das schön, wenn I Wanna Be the Mero so flüssig wäre wie das hier. Das kannst du halt deutlich besser steuern. Aber naja. Sagte er und stand. Mehrmals. Schon wieder. Wieso 8 Tode? Was ist das? Achso, das. Ja, okay. Achso, ich kann ja zwischenspeichern, wenn ich die Stacheln geschafft habe. Ich müsste ja im Prinzip nur hier immer einen Sprung machen. Musst du? Ist er. Heißt dann safe? Achso, der unten. Das ist ja lame. Nö. Ja, gut, wir haben gesagt, dass dieser Safe da ist im Normalen, ne? Sehe ich nicht. Aber ich glaube, er ist da. Im Normal ist er da bestimmt nicht. Wahrscheinlich nicht. Das wäre ziemlich lame. Warum schaffe ich diesen Sprung nicht? Wie kann man bitte dieses Spiel spielen, ohne einmal zu sterben? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie? Ja gut, Kappa ist vielleicht gestorben, aber man muss eine Welt und einen Boss ohne Sterben machen. Ja, also. Auch das finde ich schon saukrass.
Ja gut, die Leute spielen das halt, ne? Oft. Und dann kriegst du das einfach in deine Muskeln rein. Oh Gott. Kappa, du verrücktes Huhn. Naja. Warum schaffe ich diesen Sprung nicht mehr? Der ist so easy. Dafür ist er halt zum meistgenutzten Emote geworden auf Twitch. Ah, ich hab's geschafft. Easy. Das war sein Ziel. Nee, oder? Auf Twitch Emote werden, wo es noch gar kein Twitch gab, vor allem. Der ist auf Twitch, oder? Wurde das dann gestreamt? Ach so, das weiß ich jetzt gar nicht. Gab's da schon Twitch? Keine Ahnung. Ich meine schon. Das kann sein. Spinne, wo bist du? Das wird dir natürlich erklären, warum er auf Twitch Emote ist. Ja, das, das macht auf komische Art und Weise plötzlich Sinn. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, ich hab's geschafft, ohne zu zwischenspeichern, siehst du mal. Wow, what the f... Was ist mit der Map los? Ach so, ich sehe das Bild von der Map. Ich verstehe. Ach so, du bist da. Du musst unten lang gehen. Da ist ein Charakter. Also wenn den Charakter. Bei dem drehenden Ding von unten und oben zu reden ist auch interessant. Na, am Rand siehst du eigentlich, wie es richtig rum ist. Naja. Ich hab extra gewartet und dann wieder nicht hingekriegt. Ich sollte aber auch langsam wieder den Part beenden. Okay, jetzt stehe ich erstmal hier. Und den Part beenden? So schnell? Wir haben 26 Minuten. Oh. Wir haben angefangen, wo wir noch Normal Mode gespielt haben, Darius. Mit dem Part. Ah. Bei Hello Kitty. Ich sehe. Das heißt, ja, wir haben in dem vieles. Part Easy Mode nochmal komplett bis Hello Kitty gespielt und Hello Kitty geschafft. Und sind jetzt hier. Juhu. Ja gut, wir sind nicht alle. Wir haben Dani verloren in dem Part, der ist weg. Keine Ahnung, wo er hin ist. Aber jetzt hole ich mir erstmal den Charakter, den nächsten. Wo denn? Ach, da die Kiste. Creepy ist da drin. Oh, da ist jetzt wieder... Na toll, jetzt kann ich hier nicht mal einfach spielen, weil die einfach die Blöcke da sind. Ich kann gar nicht verhindern, dass die Blöcke da sind. Ach so, ja gut. Das ist lame. Das ist lame. Wow, ist das lame. Na gut, von mir aus. Ist aber auch nicht der schwerste Sprung. Ja. Das stimmt. Der vor Hello Kitty ist schon viel schwieriger. Character unlocked, Kirby. Kirby. Ich krieg meine Flasche nicht zu. Pflaster, no. Unmotorisch wie sonst was. Normal. Oh, oh, die Wolke geht runter. Ich hätte es mir gedenken können sollen. Gedenken? Ach, du bist da noch halt. Warte, ist das schon Mario, wo du jetzt bist? Nee, ich muss nicht. Aber die Höhle da ist doch der nächste Boss, oder? Nee, das ist nur ein Zwischending. Achso. Mist, jetzt habe ich unbewusst die mitgenutzt. Die wollte ich doch nicht nutzen. Wow, what the... DDD? War der auch Boss? Ja. Kann ich gar nicht mehr erinnern. Ach stimmt, ist ja Kirby-Welt, ist ja nicht Mario. Das ist ein Zwischenboss, wie gesagt. Hä, wie geht das denn ohne die Blöcke da zu nutzen? Oh mein Gott. Da bin ich gerade ein bisschen froh, dass hier die roten Blöcke sind. Wie geht das denn ohne? Ah, okay, es geht auch so. Gut, man hat gesehen, dass es geht. Sehr schön. In Zukunft findet sich die roten Blöcke. Ich hab's einfach nicht geschafft. Nee! Fuck you. Nur schade, dass jetzt Dani weg ist und das gar nicht mehr spielt. Das macht natürlich so keinen Sinn. Im nächsten Part haben wir ihn auf jeden Fall wieder dabei, weil wir hören ja jetzt auch auf mit der Aufnahme. Ich habe aber DDD getötet. Jetzt kommt er erstmal Rio noch. Dani ist nicht mehr da und Dani sollte schon Teil des Let's Plays sein. Das habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt, dass er einfach plötzlich weg ist. Ja, du wolltest ihn ja drin haben. Ja, das macht keinen Sinn so. Na gut. Ja gut, dann hören wir jetzt mit dem Part hier auf. Schlauer ist schlauer. Was? Sicher ist sicher. So rum. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal wieder mit Dani und dann gucken wir mal. Ich hätte natürlich jetzt echt gern gesehen, wie er diesen ersten Teil hier gespielt hat, aber naja. Welchen ersten meinst du? Ja, halt den ersten Teil von der Welt hier. Nach Hello Kitty. Aber gut. Ja, gut. Wir sehen uns jedenfalls nächstes Mal wieder hier.
danke fürs Zugucken. Und tschüss. Ciao, ciao.